und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Ausgabe widmet sich dem neuesten Blockbuster, wenn man so will, auf Netflix, dem Film Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Das ist ein Film, der ist wohl total lustig und so, und den haben sich unsere Netflix vorgeschnappt. Unsere Netflix vor, kennt ihr inzwischen schon sehr gut. Das sind Christopher, Dom, Max und Stu, die schon seit einer halben Ewigkeit regelmäßig die neuesten Filme auf Netflix besprechen. Auch das haben sie hier für euch erneut getan. Im Anschluss gibt es dann die Besprechung zum Film The Nightingale, und das ist so ein Genrefilm, der echt ein bisschen viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ein Film, den wir hier zur Verfügung gestellt bekommen haben, und Marco, Max und Stu sind es gewesen, die den dann nochmal ganz besonders intensiv für euch besprochen haben. Der kommt wirklich gut weg und ich bin gespannt, was unsere Jungs dazu zu sagen haben. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Dokumentarfilms Beastie Boy Story, den ihr auf Apple TV Plus finden könnt. Ja, Apple TV Plus gibt's noch und gelegentlich kommen da auch mal neue Sachen raus. Ja, und der Mo, der hat den Film für euch geschaut und auch besprochen. Hier gibt's also einen Solo-Beitrag zu dieser Doku und ich habe absolut keinen blassen Schimmer, wie das Ganze dann ausgefallen ist. Also insbesondere mich eigentlich sehr interessiert, wie das mit Apple TV Plus aussieht, und vor allem würde mich mal interessieren, ob ihr Apple TV Plus habt. Guckt ihr das? Habt ihr das? Habt ihr da irgendwie ein Gerät, bei dem das ja, glaube ich, auch häufig mit dabei ist bei so Neuanschaffungen? Wollt ihr mal mehr Besprechungen von uns hören, von Dingen, die dort veröffentlicht werden, oder wollt ihr vielleicht sogar selbst mal Dinge bei uns besprechen? Dann meldet euch doch einfach mal, hinterlasst uns Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Überall dort könnt ihr das tun, da hätten wir voll mega Bock drauf, mit euch eben einfach in Kontakt zu treten. Der oder die ein oder andere macht das bereits. Und das macht uns allen Spaß. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann lasst doch noch die ein oder andere Bewertung auf Apple Podcast, auf Fit, auf Facebook, auf Google.de, auf Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man diese Bewertung hinterlassen. Bitte, bitte macht das. Das hilft dem Telestammtisch, glaube ich, so ein bisschen und so. Und wäre voll toll. Wenn nicht, dann teilt ihr uns einfach eine Runde auf Social Media Plattformen oder empfiehlt uns eurer Oma. So, wisst ihr Bescheid. Nun also viel Spaß bei den drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, die Netflix Four sind wieder am Start hier beim Titelstammtisch. Wir besprechen heute Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, den neuen Film von und mit Will Ferrell. Ich bin jetzt Du und heute an meiner Seite ist unter anderem der Max. Ja, heißt Du, grüß dich. Grüß dich auch. Der Christopher. Netflix Four, 0 points. Das klingt super. Und der Dominik. Moinsen. Ach, das ist wunderbar. Ja, der Film startet am Freitag, dem, hier bitte Datum einfügen, bei Netflix. Ist eine große Netflix-Eigenproduktion. Regie David Dobkin, der zuvor unter anderem die Wedding Crasher gemacht hat. Und es geht halt wirklich um den Eurovision Song Contest, meine Güte. Und die richtige Handlung des Films, die hat für uns natürlich der Max. Max, worum geht's in dem Film? Oh, du versuchst heute alle zu verwirren. Es geht um die isländische Band Fire Saga und ihren Weg zum Eurovision Song Contest. Will Ferrell und Rachel McAdams spielen nämlich beide das isländische Traumduo The Fire Saga. Will Ferrell ist schon seit kleinst auf eigentlich jemand, der beim Eurovision Song Contest auftreten will. Sein Vater ist dagegen, hält das für weibisches Zeug. Ja, und dann kommt es durch irgendwelche komischen Umstände dazu, dass die wirklich zum Vorentscheid in Island eingeladen werden, schaffen es dann auch zum Eurovision Song Contest durch einen, ja, sagen wir mal, etwas unvorhersehbaren Zwischenfall. Und dann geht es einfach nur darum, wie die beiden die Show rocken. Ja, vielen Dank. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du es so gut machst, wenn ich ehrlich bin. Max, darf ich dir sagen, ich habe gerade Tränen. Ja. Wieso? Du machst mich sehr, sehr stolz. Das war wunderschön. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Aber du bist disqualifiziert. Ja. Mein Masterplan ist eigentlich zu sagen, ja, das war ganz nett und jetzt machst Christopher richtig, aber dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Ja. Ich meine, Christopher kann ja jetzt die Lücken füllen. Aber du hast eigentlich das Ganze ziemlich gut abgedeckt. Ja. Doch, das war schön. Sehr schön, sehr schön geworden. Gut, danke. Bevor wir uns um den Film an sich kümmern, erstmal so die obligatorische Frage: Wie steht ihr zum ESC? Seid ihr Fans? Guckt ihr euch das jedes Jahr frenetisch an oder seid ihr mehr so nach dem Motto so, oh nee, geh mir weg damit? Christopher, deine Meinung zum ESC? Die Sache könnte mir nicht egaler sein. Ich habe das noch nie verfolgt, ich fand das schon immer uninteressant
Und ich habe mich auch gefragt, wie es dazu kam, dass Will Ferrell das als Subjekt für eine seiner Komödien nutzt. Und ich habe ein bisschen recherchiert und dann habe ich gelesen, er ist mit einer Schwedin verheiratet, die dafür Feuer und Flamme ist. Und seitdem ist er auch Fan davon und kam dann auch auf die Idee, dieses Drehbuch zu schreiben. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie ein amerikanischer Comedian damit auch irgendwie in Berührung kommen könnte. Wobei, was ganz interessant ist, es gibt so ein paar Late-Night-Shows, die das gerne so ein bisschen verfolgen, diesen ESC, einfach um sich drüber lustig zu machen. Weil wenn man, glaube ich, als Außenstehender das betrachtet, dann wirkt es halt schon sehr weird und seltsam. Deswegen hat der ESC in den USA auch so einen gewissen Ruf. Aber okay, Dominik, bei dir ist doch bestimmt ESC-Fieber jedes Jahr, oder? Nö. Ich hab's mal irgendwie so mit einem halben Auge immer mal verfolgt, als ich halt auch noch mehr Fernsehen geguckt habe. Ist ja eher so klassische Fernsehgeneration das Ganze. Als hier Lena am Start war, konnte man dem Ganzen eigentlich nicht wirklich entkommen, fand ich. Aber ansonsten interessiert es mich gar nicht wirklich, auch wenn ich es immer noch ziemlich toll finde, das hat der Film leider auch ausgespart, dass ja gar nicht die eigentlichen Künstler ausgezeichnet werden, wenn die gewinnen für ihr Land, sondern eigentlich die Komponisten. Was ja bei Feiersager ein und dieselbe Person sind. Ja, genau. Ja. Und außerdem wissen das auch ganz viele ESC-Fans nicht. Also ja, das finde ich ja immer das Bittere daran. Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, ich hatte das auch gelesen, was Christopher gerade meinte. Und also man fragt sich halt schon, wie Will Ferrell ausgerechnet auf den ESC kommt. Auch wenn ich jetzt gelesen hatte, dass die Amerikaner daran irgendwie feilen, einen US-Pendant zum ESC aus dem Boden zu stampfen, fragt man sich halt schon, wie der darauf kommt. Ich muss aber sagen, er scheint wohl wirklich, also das kommt in dem Film auch durch, weil er auch im Drehbuch mitgeschrieben hat, er scheint schon irgendwie wirklich eine offene Faszination und ein ehrliches Interesse daran zu haben. Also man könnte es fast so ein bisschen vergleichen mit wer hier in Deutschland beispielsweise auch immer einen ziemlichen Fimmel hatte mit dem ESC, ist halt Stefan Raab. Ne? Mhm. Und das ist durchaus auch ernst gemeint. Und wenn man dann jetzt so Will Ferrell, also man könnte sagen, in der Hinsicht ist Will Ferrell so ein bisschen das US-Äquivalent zu Stefan Raab, wenn es darum geht. Okay. Max, deine Meinung zum ESC? Also, ich weiß gar nicht, ob ich da aktuell eine Meinung habe. Eigentlich geht es mir fast ein bisschen so wie Dominik. Während Lena konnte man dem nicht entfliehen. Ich habe auch ab und an mal einen Samstag verbracht und habe mir den angeguckt und dazu ein paar Bierchen getrunken. Das soll auch schon vorgekommen sein. Aber dass ich da jetzt groß Interesse oder Fantum entwickelt hätte, nee, glaub nicht. Ja, mich interessiert da eigentlich auch nicht. Ich gucke da auch immer mit so einem Viertelauge manchmal so drauf und bin sehr irritiert, was da teilweise auf der Bühne vor sich geht. Meine große ESC-Phase war jetzt die Phase von Gildo Horn. Das haben wir wirklich groß mitgemacht. Da gab es dann sogar mit Freunden und Familie haben wir wirklich so eine ESC-Party gemacht mit Himbeereis, Nussecken und Champagner. Das war wirklich ganz schön. Aber das war dann einmal und nie wieder. Und also ich meine, wenn man sagt, da machst du jetzt mal vielleicht eine Motto-Party mit Freunden oder sowas. Es ist ja eigentlich im Grunde genommen nichts anderes als so ein kleiner Halligalli-Samstag für ganz Europa. Ja, es war halt auch immer, ich meine ganz ehrlich, du guckst dir da halt irgendwie jetzt, wie viele Songs sind das, 30 Stück an? Ja, Gott. Das war's. Und seien wir ehrlich, ganz viele dieser Songs sind einfach nur, oder treffen nicht meinen musikalischen Geschmack, die meisten. Meinen auch nicht. Ja. Obwohl es gab ja mal so Ausreißer wie Lordi beispielsweise, na, wenn man dafür jetzt affin ist. Also die mochte ich zum Beispiel damals sehr gerne. Da bin ich auch mitgerissen worden. Aber ansonsten, und das zeigt ja durchaus auch der Film auf, es herrscht auch schon so eine gewisse Gleichförmigkeit und es geht eigentlich immer weniger um die Songs, sondern eher die Präsentation, den Auftritt, den Total Look sozusagen. Weil die Songs sind absolut generische Popsongs, die könnten nicht mehr vom Reißbrett sein. Also sowohl in dem Film als auch eben die man in der Realität in all den Jahren immer gesehen hat und die auch gewonnen haben. Ich kann mich nur an den Gewinnersong erinnern, der kam ja aus Schweden von den, wie hießen die, Olsen Brothers, in dem Jahr, in dem Stefan Raab angetreten ist. Mhm. Mein Gott, das war auch so eine vergessenswerte Grütze. Das ist so das Niveau, das da vorgelegt wird. Ja. Mit Stefan Raab konnte man auch drüber streiten mit was war das nochmal? Wadda Hadde Dude da? Ja, genau. Irgendwie sowas. Mhm. Oh Gott, ey.
Jetzt kommt ganz viel Halbwissen zusammen. Von Leuten, die es eigentlich nicht geguckt haben. Man merkt es halt total. Ja. Ja, also haben sich hier wirklich vier absolut reinrassige ESC-Experten versammelt. Sind wir Will Ferrell-Experten, das ist wieder genau. Was anderes. Ja. Oh, ja. Ja. Müssen wir uns vielleicht auf das beschränken, was wir können. Ja. Okay, reden wir mal über den Film. Wo soll man da anfangen? In Island. In Island. In Island, wo ganz viele Amerikaner und Briten sich befinden, die einen sehr seltsamen skandinavischen Akzent sprechen. Zur Information, wir haben den Film alle im Original geguckt, weil die deutsche Synchronfassung zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht fertig war. Aber uns wurde versichert, wenn der Film offiziell bei Netflix erscheint, wird es ihn auch auf Deutsch geben. Also keine Panik auf der Titanic. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Gut, siehst du mal, da hast du Glück gehabt, weil bei mir war die deutsche Synchron nicht da. Ich sowohl als auch gesehen. Ja. Man muss allerdings sagen, vielleicht sollte man den schon im Original gucken, weil Will Ferrells isländischen Akzent oder auf jeden Fall sein rollendes R sollte man schon gehört haben. Ja, ich darf ihn jetzt nicht nachmachen. Deshalb diese Stille, Max. Ja, das haben wir geklärt. Ich als Vorsitzender dieses Podcasts, ja, der Komitees, vorher hab gesagt, es ist verboten, jetzt zu singen und diesen Akzent nachzumachen. So. Ja. Okay. Der Film fängt, wie ich finde, relativ nett an, nämlich mit einer kurzen Vorgeschichte, wo wir den kleinen Will Ferrell sehen und dann halt eben, wie wir ihn als Erwachsener sehen, wie er Musik macht. Und da kommt ja dieser Teaser, das haben sie im Teaser benutzt, meine ich, dieser Volcano Protector Man Song, von dem irgendwie alle Welt sagt, boah, da habe ich einen Ohrwurm vor. Ich muss gestehen, der ist mich geil. Das hat sich bei mir nicht im Gehörgang festgesetzt. Nee, bei mir auch nicht. Zumal man sagen muss, der Gag kommt mir reichlich geklaut vor, weil ich musste da an diesen einen Film mit Hugh Grant und Drew Barrymore denken, der ja auch mit diesem Musikvideo aus den 80ern beginnt, was so albern ist, in dem Hugh Grant da in seiner Hochphase als Popstar gezeigt wird. Wobei dieser Hugh Grant-Film, das haben die wirklich da perfekt nachgemacht. Genauso waren 80er-Jahre Musikvideos. Ja, da war es sehr witzig. Hier ging so. Ja, aber es kommt, er singt da Volcanic Protector, ich darf nicht singen. Volcanic Protector Mann, er singt das und dann ist dieses Bild von ihm, wie er da in dieser komischen Wikinger-Rüstung durch die Vulkanlandschaft schafft. Ich meine, das ist schon keine, ich habe halt nicht erwartet, dass nach Volcano Man die nächste Zeile Volcanic Protector Man ist, was halt echt so ein Begriff ist, den hätte ich mir gerne, deshalb, ich würde gerne den Comic lesen vom Volcanic Protector Man. Zeichne ihn selbst. Okay. Bring ihn raus. Gott, hey, was ich nicht alles machen muss. Der Film wird halt immer so ein bisschen als Will Ferrell-Vehikel vermarktet, was ich durchaus verstehen kann, weil Will Ferrell einfach immer sehr präsent ist, aber er ist ja auch nicht der alleinige Hauptdarsteller. Es gibt hier noch Rachel McAdams, die ich persönlich immer sehr gerne sehe. Sie spielt Sigrid, seine langjährige, Achtung, Freundin, platonische Freundin, ganz wichtig. Und ich finde, die beide geben ein schönes Paar ab. Gute Chemie. Ja. Ja. Ich glaube, Rachel McAdams war doch auch, glaube ich, schon in die Wedding Crasher, ne? Auch von David Dobkin, auch von Will Ferrell. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch so eine Rückkehr zu den Wurzeln. Ich mag die eigentlich auch sehr gerne, fand sie hier auch sehr überzeugend. Also es ist ja offensichtlich, dass sie nicht selber singt. Das ist irgendwie eine isländische Sängerin, die bei ihr irgendwie Lip-Sync gemacht hat oder sowas, ne? Oder sie bei ihr. Also ich wusste es bis heute Vormittag nicht. Ja, ist auch vollkommen egal. Also ich glaube, keiner erwartet, dass die so gut singen, wie sie da singen kann. Also von daher. Ja, aber Will Ferrell hat selber gesungen, ne, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja, aber das hört man auch. Aber es passt ja auch. Ja, Rachel McAdams, sie zeigt hier doch, sie stellt hier unter Beweis, wie unglaublich vielseitig sie eigentlich ist. Weil ich glaube, so die komplette letzte Dekade verbinde ich eigentlich nur sehr ernste Rollen mit ihr. Und wenn sie in Comedies zu sehen ist wie Wedding Crashers, dann ist sie da eigentlich immer die Straight Woman, also die Person, von der eigentlich nicht der Humor ausgeht. Aber hier dieses leicht naive, leicht dümmliche, das Sigrid an sich hatte, so diese
platten Sprüche, die bringt sie so trocken und todernst raus, dass ich manchmal echt mich gewundert habe, wie sehr ich dann auch über ihre Performance lachen musste. Weil sie, sie hat schon diesen typischen Will Ferrell-Humor, den verinnerlicht sie hier sehr gut und ist da deswegen total mit ihm auf Augenhöhe. Die hat in Game Night auch mitgespielt, oder? Ja. Mm, da ist sie auch super drin. Da hat die auch so was leicht Naives, das kann die einfach gut rüberbringen. Ich muss allerdings sagen, mit Will Ferrell hatte ich irgendwie meine Schwierigkeiten. Vielleicht liegt es tatsächlich an diesem albernen Musikvideo vorweg. Er wirkte auf mich die ganze Zeit wie jemand, der Highlander-Cosplay macht. Und zwar nicht nur in diesem Musikvideo, sondern auch, also für mich wirkte der irgendwie immer wie so ein Fremdkörper in dem Film. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Erst so auf der Hälfte konnte ich mich damit irgendwie mit anfreunden. Ich glaube, euch ging es nicht so, ne? Nee, also für mich war das von Anfang an klar, okay, es ist ein Will Ferrell-Film. Und die Kunst bei Will Ferrell-Filmen steht halt für den Co-Cast, dass sie nicht wirken wie Fremdkörper, sondern sich da gut integrieren. Was sie durchaus geschafft haben. Ich fand es auch ganz ulkig, mal Pierce Brosnan irgendwie als skandinavischen Fischer zu sehen. Stimmt. Der schönste Mann Estlands, hieß es da ja immer wieder. Ja. Ja. Nee, aber ich hatte dieses Problem tatsächlich nicht. Ich glaube aber auch einfach, es liegt daran, mittlerweile, wenn du halt siehst, okay, Will Ferrell in der Hauptrolle, dann weißt du ungefähr, was auf dich zukommt. Ja. Ja, es stellt für mich auch immer wieder die gleiche Problematik dar. Weil in Will Ferrell-Komödien ist alles immer so überzogen und die Figuren sind immer so am Rande der Lächerlichkeit, dass ich da eigentlich die eigentlichen Konflikte nie wirklich ernst nehmen kann oder emotional involviert sein kann. Also hier denn insbesondere die Liebesgeschichte, ob jetzt wirklich hier was läuft mit Lars und Sigrid, das war mir die ganze Zeit so egal, weil diese Irrungen und Wirrungen, die waren so Pflichtübungen. Ja, vor allem war sie sehr generisch. Ja, sie waren generisch, sie kamen wie eine Pflichtübung vor und auch weil die Figuren eben so komisch agiert haben, fand ich das dann über weite Strecken komisch, dass diesem Konflikt so viel Raum eingeräumt wird, wo man doch die ganze Zeit wusste, ja, das ist doch klar, worauf das hinausläuft und brauchen wir jetzt echt hier so viel Soap-Drama? Und dann muss das so muss das so breit getreten werden, weil das kann man doch hier nicht die ganze Zeit über ernst nehmen. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass der Film will, dass wir das ernst nehmen. Nee. Ich habe das immer schon so auch als durchaus komödiantischen Aspekte der Handlung aufgefasst. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich war dann doch ein bisschen positiv überrascht. Bei Will Ferrell erwartet man halt normalerweise ziemlich einen Brachialhumor. Den gibt es hier zwar auch, aber man muss sagen, die Gagdichte ist gar nicht mal so wahnsinnig hoch, ne? Nein. Ich finde, der funktioniert als Parodie sehr gut, der Film. Und diese eigentlichen Will Ferrell-Witze, wenn es dann auch mal darum geht, jemandem den Schritt ins Gesicht zu drücken oder sowas, die funktionieren gar nicht. Die, fand ich, wirkten komplett wie ein Fremdkörper, waren komplett unnötig. Der Parodie-Aspekt hat super funktioniert. Da merkt man, dass er gut hingeschaut hat, wie der ESC funktioniert. Da hat er auch, merkt man auch, er hat auch gut so ein bisschen dieses Bild, was die Amerikaner in Europa darstellen, finde ich, gut dargestellt. Oh, übrigens, das fand ich auch toll. Die Stadt, in der der ESC stattfindet, die wird ja nie genannt, ne? Mhm. Und ich fand das total toll, wie diese Stadt halt aussah, weil da war gefühlt alles drin. Das hätte in Deutschland sein können, Frankreich, auch irgendwas Skandinavisches, Russland, das fand ich echt gut. Ja, man muss ja auch sagen, ich hatte ja auch jetzt ein bisschen recherchiert und er hat ja wohl auch wirklich beim ESC in Lissabon, also Portugal 2018, da hat er wohl irgendwie auch hinter den Kulissen mit den Leuten gesprochen. Man muss sagen, er hat schon so gewisse Aspekte an dem Ganzen, die man eben so kennt, hat er schon gut beobachtet für einen Amerikaner. Also beispielsweise auch, dass die jeweiligen Nachbarländer sich gegenseitig immer die Punkte zuschustern bei dem ganzen Voting. Oder aber auch, und das finde ich eigentlich gut, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, der Film zeigt auch diese Gleichförmigkeit auf. Also, dass alle nur Englisch singen und dass es ja auch für die nicht in Frage kommt, also für Sigrid und ihn jetzt irgendwie auf Isländisch zu singen, weil das ja keiner hören möchte. Und ja, ist es so eben so, irgendwie ist das alles das Gleiche. Ne? Und das zeigt der Film für mich durchaus auf. Das ist gar nicht mal schlecht beobachtet, finde ich. Ich habe ihn nicht als Parodie aufgefasst, muss ich ganz ehrlich sein. Ja. Ich habe, also für mich das größte Problem oder die größte Schwachstelle des Films, und das ist aber gekoppelt an meine Erwartung, ich hatte gehofft, dass er ein bisschen härter draufhaut.
Er war mir ein bisschen, also wurde ja schon am Anfang des Podcasts gesagt, Will Ferrell ist da schon auch durchaus Fan und das merkt man. Ja. Und ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn da ein bisschen mehr Schärfe, wenn sie es ein bisschen mehr durch den Kakao gezogen hätten. Es gibt da auch so eine, ich nenne es mal Musical-Szene, wo es einige Cameos gibt, auf die wir nicht eingehen dürfen, die ich auch total, ach, das hat mir nichts gegeben, die fand ich auch ein bisschen fremdscharmäßig. Insgesamt habe ich oft gelacht, oft geschmunzelt. Es gibt wirklich einen Aspekt des Films, den ich abfeiere, da komme ich dann gleich zu. Aber ich für meinen persönlichen Geschmack hätte mir erhofft, dass er wirklich parodistischer ist. Noch ein bisschen mehr draufhaut. Der wirkt für einen Will Ferrell-Film da echt schon ein bisschen zahm. Deshalb würde ich sagen, dass es eigentlich eher eine Hommage ist. Eine Liebeserklärung. Ja, aber das muss ich sagen, fühlt sich gar nicht mal verkehrt an. Also ich muss auch sagen, dass mir die zweite Hälfte besser gefallen hat, auch wenn die ziemlich pathetisch ist. Aber ich weiß nicht, am Anfang wusste ich einfach nicht so wirklich, was das jetzt alles soll oder kam damit einfach nicht so wirklich klar. Und in der zweiten Hälfte war es dann aber, ja, der Film ist jetzt nichts Besonderes, aber irgendwie, also vor allem gegen Ende hat der irgendwie für mich das Herz am rechten Fleck, der Film. Muss ich sagen. Also auch die Schlussmoral, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber das fand ich echt ganz schön, muss ich sagen. Ja, was ich etwas komisch fand, war, wie immer so um Witze rumgeeiert wurde, die sich jetzt so auf Nationalitäten bezogen. Mir kommt es teilweise so vor, ihr habt erwähnt, dass der Film für euch ein bisschen zahm wirkt und so weiter in Bezug auf den ESC und auch Land und Leute. Dass irgendwie Will Ferrell und sein Co-Autor sich gedacht haben, ja, wir wollen hier nicht irgendwie von Kritikern bestimmte fremdenfeindliche Vorwürfe bekommen. Also, was so die Gags über Traditionen und Nationalitäten betrifft, fahren wir das ein bisschen zurück. Und da kam auch dieser etwas merkwürdige Running Gag dann ins Spiel, wo Will Ferrell immer wieder auf eine Gruppe amerikanischer Touristen trifft und die beschimpft, wie scheiße Amerika doch ist. Mhm. Und das kam mir irgendwie so vor, wir bauen das jetzt ein, weil das Letzte, was ich will, ist, dass Kritiker mir hier Xenophobie vorwerfen oder halt die Amerikaner, die immer nur Europäer als Freaks betrachten. Deswegen war der Film vielleicht so mit angezogener Handbremse, weil man diesen Vorwürfen mit aller Gewalt aus dem Weg gehen wollte. Ja, da ist durchaus was dran. Na, also stimmt schon, der wirkt einfach ein bisschen zurückhaltend. Also ich hab nicht erwartet, dass er jetzt irgendwie sich lustig macht auf die Länder, sondern halt wirklich über den ESC, dass er da wirklich ein bisschen mehr drauf haut. Weil diese ganzen Sachen von wegen, dass sich die Nachbarländer halt die Punkte zuschubsen, ja, das ist so drin, aber das ist so nebenbei. Und da hätte ich mir mehr gewünscht, dass er ein bisschen mehr auf Anchorman macht. Wobei ich tatsächlich sehr lachen musste, oder beziehungsweise geschmunzelt habe über die einzelnen Acts, die sie da erfunden haben. Also bei dem isländischen, wie sagt man, bei dem isländischen, der Wikinger, ne? Genau, 21st Century Viking, der dann irgendwelche Trap-Rap singt. Das ist doch unglaublich geil. Aber dann war, was ich zum Beispiel super parodiert fand, war der schwedische Teilnehmer, dieser Johnny Chimmel, Chommel, Chang Chong. Ja, keine Ahnung, wie der hieß. Ja. So ähnlich. Und also die haben sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben, Songs nachzubauen, wie sie wahrscheinlich von diesen Ländern auch in den Wettbewerb geschickt werden würden. Weil du musst ja sagen, der russische Beitrag, der klang ja 1A wie es nur ein russischer ESC-Beitrag. Weißt du? Okay, du hast jetzt genannt, jetzt sage ich es. Mein MVP des Films ist Dan Stevens als Alexander Letmo. Ich habe diesen Typen verehrt in dem Film. Dan Stevens for the win. Meine Güte, ich habe mich jedes Mal so köstlich amüsiert, wenn ich ihn gesehen habe. Der hat wirklich meiner Meinung nach sämtlichen anderen Leuten in dem Film die Show gestohlen. Ja, das stimmt. Wobei bei der Figur ist, da merkst du dann auch, dass so gewisse Sachen nur so am Rande sind, ne? Also wo dann halt drauf angespielt wird, dass er eventuell ja vom anderen Ufer ist, ne, was ja unübersehbar ist. Das ist doch total zentral immer. Also das damit wird doch die ganze Zeit gespielt. Nee, das meine ich jetzt nicht. Aber in Hinblick auch darauf, dass er zum Beispiel Russe ist, da wird ja irgendwie auch gesagt von wegen, also es wird zumindest angedeutet, dass er eigentlich damit unzufrieden ist, dass er nicht so leben kann in seinem Heimatland, wie er möchte eigentlich. Das wird so zwischen den Zeilen mal angedeutet. Da hätte man mehr draus machen können. Also man, weiß ich, da ist ja auch einmal die Rede von, ja, in Russland gibt es keine Homosexuellen.
Ne? Null, nada, niente. 100%. Ja, und das sagt dir der Typ. Es tut mir also, leid, aber ich habe die Szene wirklich zurückgespult. Sein erster Auftritt, dieser Line of Love, großartig. Ja. Das war schon ein Highlight. Ja, Dan Stevens ist, ich glaube, der hat das auch selber gesungen, weil seine Stimme kam mir sehr bekannt vor aus dem, also seine Singstimme, sie kam einem sehr bekannt vor aus dem leider ziemlich vergessenswerten Beauty and the Beast Remake, wo er ja das Beast gesprochen und gesungen hat, ne? Aber gerade das finde ich irgendwie die Stärke des Films, um mal die Brücke zu schlagen, dass halt die Nebendarsteller echt gut sind. Und ich finde auch diese Kleinstdarsteller super. Ich mag zum Beispiel, ich mochte ja diese Choreografin total gern, die Island irgendwie organisiert hat. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Natasha Dimitrios, die spielt aktuell auch in dieser Serie What We Do in the Shadows mit. Sehr gut. Also irgendwie so ganz tolle Figuren. Oder eben der Ja-Ja Ding-Dong-Isländer. Ja, der Tourette-Mann. Das war doch, glaube ich, sogar. Ich glaube, es ist jemand aus Game of Thrones, der irgendwie auch letztes Jahr die Punkte für Island verlesen hat beim ESC. Noch Insider-Wissen. Das wurde irgendwie verkauft. Also ich hatte irgendwie gelesen, ja, Game of Thrones. Westeros, 12 Points. Hat das gemacht und dann hatte ich jetzt nachgesehen und das ist eine relativ kleine Rolle in der 6. Staffel, an die sich keiner mehr erinnert. Nur einer. Nur du. Stimmt, ja. Ja, also ich habe rausgefunden, wer es ist, aber egal. Ich mochte besonders Demi Lovato, aber auf die Gründe kann ich hier nicht eingehen. Das würde zu viel spoilern. Aber jedes Mal, wenn sie wieder auftauchte, ich muss sagen, ich habe im Abspann gelesen Demi Lovato und dann ist mal der Name kommt mir bekannt vor. Wer ist das? Die ist eigentlich ein Disney Channel Pop-Sternchen, die eigentlich zuletzt in erster Linie durch Drogenexzesse aufgefallen ist. Aber sie ist eigentlich schon so, als sie erfolgreich war, war sie so auf einer Schiene mit Selena Gomez und dergleichen. Oder Miley Cyrus. Genau. Nur ihre Rolle hier war sowas von bescheuert. Das war der absurde Aspekt. Ich finde es total toll, wie diese Rolle abgehandelt wurde. Das hat so echt nach Anchorman gerochen. Wobei, also mich hat eins tatsächlich gestört, obwohl der Film damit am Ende eigentlich relativ selbstironisch und offen umgeht. Warum haben wir hier eigentlich nur Briten und Amerikaner, die Europäer spielen? Also das hat mich schon gestört. Wir haben zwar hier durchaus Isländer im Cast, habe ich ja gerade eben schon gesagt, aber eigentlich nur in so Stichwortgeberrollen. Und der Rest gehört eigentlich nur Amerikanern, Engländern und ja gut, im Fall von Rachel McAdams tatsächlich einer Kanadierin. Aber sonst, weiß nicht, finde ich immer ein bisschen. War doch durchaus ein internationaler Cast. Du hast ja auch noch eine Grieche mit dabei. Ja, aber die hatten alle nur so kleine Rollen. Ja, aber. Und Will Ferrell als Isländer fand ich nicht glaubwürdig, sage ich ganz ehrlich. Darum geht's auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass Will Ferrell glaubwürdig ist. Dann hast du den Humor für Will Ferrell wirklich verstanden. Will Ferrell als Nachrichtensprecher ist auch nicht sehr glaubwürdig. Eigentlich schon, doch. In den 70ern, wäre er extrem glaubwürdig gewesen. Ja. Nee, ich finde, also man hat zumindest eine Sache gemerkt, das ist, dass Will Ferrell an der Rolle echt auch wieder Spaß hatte. Ja, die war sogar relativ ernst. Wobei, der hat gefühlt an jeder seiner Rollen Spaß. Manchmal zu viel Spaß. Ja, wobei, aber ja, genau, ich genau. finde, man merkt, also bei Filme, die ich jetzt überm Strich, also überm Qualitätsstrich von ihm finde, die haben immer diesen, keine Ahnung, ich weiß nicht, da ist Will Ferrell gar nicht so der, wie soll man sagen, der Zampano. Also er ist da gar nicht so sehr drüber. Wenn du dir Holmes und Watson ansiehst, das ist halt ganz einfach. Der schlimmstmöglichste Vergleich. Auf Speed, weißt du, da gibt es keine Regeln, da wird nicht gezügelt, da wird wahrscheinlich einfach, ich weiß gar nicht, ob es da Drehbücher gibt. Ja, es wird bei ihm sehr oft improvisiert. Und oftmals lassen die das auch drin. Wenn du dir Sachen anguckst wie Ricky Bobby, König der Rennfahrer oder Stiefbrüder, da wird sehr viel improvisiert und die lassen das oft drin. Und hier wirkte das doch mehr geskriptet, was ich in seinem Fall als Vorteil empfinde. Und was ich dann meine, ist, dass die Filme, in denen mehr Überraschungen zum Lachen bringen, sind die besseren. Und das kann er eigentlich immer ganz gut, dass dann irgendeine Handlung vorangetrieben wird und dann auf einmal aus dem Nichts erscheint irgendwas, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Wie jetzt zum Beispiel der Ja-Ja-Ding-Dong-Isländer, der die ganze Zeit rumschreit. Sowas bringt mich einfach zum Lachen. Wenn mich irgendwas überrascht, dann bringt es mich zum Lachen.
Das war in dem Film ausnahmsweise mal wieder der Fall. Man muss aber sagen, dass Will Ferrell auch hier relativ viel, also ja, gut, Glaubwürdigkeit, da ist der Film nicht drauf aus, habt ihr schon recht, aber er hat auch relativ viel emotionales Zeugs hier, ne? Also klar ist das irgendwie auch ein bisschen lächerlich, aber ich weiß nicht, auf der Hälfte des Films erleben sie ja beide ziemliches Scheitern, was ja eigentlich erst lustig ist, aber dann auch irgendwie echt traurig, als sie dann da, naja, so erfolglos von der Bühne gehen, sag ich mal. Ne? Also da muss sagen, das hat mich, irgendwie hat mich das emotional so ein bisschen gekriegt an den Stellen. Auch das Ende zum Beispiel, auch wenn das, wie gesagt, totaler Kitsch ist. Ja, es ist halt so super generisch, weißt du, ich glaube, also die Rahmenhandlung haben sie aus dem Fachmarkt gekauft und dann haben sie die halt mit ihren eigenen Farben angemalt und das ist dann... Ja, aber was ich mag, dass Will Ferrell auch in seine Figur durchaus so eine Note eingebracht hat, diese Faszination einfach für das ganze Event, für die ganze Veranstaltung. Mhm. Na, also seine Figur ist ja irgendwie von wegen, oh, schon als Kind habe ich da mitgetanzt zu ABBA und will da unbedingt gewinnen oder will da unbedingt mitmachen. Und also da merkst du, dass Will Ferrell der ESC durchaus was bedeutet. Das fand ich eigentlich sehr schön, muss ich zugeben. Ja, das Ende hat mich auch ganz gekriegt, ein bisschen, wobei das eigentlich sehr einfach zu erklären ist. Jede Szene wirkt emotional packend, wenn man sie mit der wunderschönen Musik von Sigur Rós unterlegt. Das ist ein sehr valider Punkt. Ja. Okay, habt ihr noch irgendwas zum Film? Ansonsten würde ich jetzt zu der Punktevergabe kommen. Soweit eigentlich nichts mehr, nö. Gut. Heute machen wir es besonders. Es ist ein ESC-Film, das heißt, ihr dürft bis zu 12 Points. Oh. Ja, bis zu 12 Points. Jetzt muss ich rechnen. Und ja, gut, dann rechnest du, dann Christopher, fang du an. Ja, dann sind wir bei der Hälfte bei mir. Also unter unseren normalen Punktewertungen wäre ich bei 2,5. Jetzt bin ich bei 6 Punkten. Der war mir ein bisschen zu lang und manche der Gags haben einfach auch nicht gezündet und es wurde einfach auch für mich viel Zeit mit eben dem Beziehungsgeflecht verschwendet. Ob man das jetzt absolut ernst nehmen oder gar nicht ernst nehmen sollte, keine Ahnung, aber es hat auch da nicht wirklich gezündet. Manche Gags waren ganz lustig und das Ende hat mich auch dann doch gepackt, aber insgesamt würde ich den halt so in eine Reihe setzen mit eher vergessenswerten Will Ferrell-Filmen. Ich bin sowieso nicht sein größter Fan, aber wenn ich an seine Sachen denke, die mir gefallen, ja, ich mag Anchorman zum Beispiel sehr gern, da kommt der für mich überhaupt nicht ran. Kann man sich geben, wenn man auch sich für die Thematik interessiert, aber insgesamt ist es nicht unbedingt notwendig. Ich gebe 6 Punkte. Okay. Dominik? Kann ich jetzt gar nichts mehr großartig ergänzen. Also ich fand den... Gut, Max. Darf ich auch eine Wertung rausgeben? Okay, dann bitte. Ja, wie wir alle wissen, bleibt Deutschland immer ganz hinten beim ESC. Der Film bleibt jetzt nicht so hinten für mich. Er ist irgendwie okay, habe ich ja gesagt, die zweite Hälfte hat für mich irgendwie das Herz am rechten Fleck. Dazwischen ist ein bisschen überflüssiger Quatsch. Das stimmt auch, der ist viel zu lang, der Film. Also so auf der Hälfte habe ich mich wirklich gefragt, jetzt geht der noch mal irgendwie 50 Minuten, was soll er jetzt noch großartig kommen? Ja, ansonsten kann man sich den schon ansehen. Ich gebe mal so, ja, ich breche jetzt einfach mal aus dem Schema, 5,5 von 10, so frei nach Movie Break Standard. Es gibt 12 Punkte, Dominik. Maximal 12. Dann gibt es 12, dann gebe ich 7,5 Points to Will Ferrell and Rachel McAdams. Ja. Das Land Dominikanien ist damit disqualifiziert. Okay, Max, wie sieht's bei dir aus? Hast du zu Ende gerechnet? Ich habe zu Ende gerechnet. Ich komme auf eine sehr solide 7 von 12. Was war das? Glaube ich. Er unterdrückt den Drang zu singen, habe ich. Oh, oh. Nee. Ja, dann lass ihn doch zur Verabschiedung singen. Er kann nicht anders. Er will es. Nein, er will es. Ich will ja gar nicht. Warum? Es wird, ganz ehrlich, warum wird seit Neuestem immer wieder behauptet, dass ich singen will? Ich will nicht singen. Aber bei dem Film ist schon. Ich bin nicht der Typ aus Ritter der Kokosnuss, der oben im Turm eingesperrt ist. Ich will nur singen. So, ich gebe 7.
sieben von zwölf. Er ist, ich muss kurz überlegen, wo ist, also bei den Will Ferrell-Dingern ist Anchorman ganz vorn. Dann kommen sicherlich Ricky Bobby und auch die Stiefbrüder und solche Sachen. Und irgendwo hinter den Stiefbrüdern liegt der. Und ich habe mir jetzt einfach eine Zahl ausgedacht, deswegen sieben. Gratulation, sieben existiert tatsächlich. Glück gehabt. Ja, ich gebe auch 7 von 12. Ist ein netter Film, aber kann nicht mit Anchorman oder Ricky Bob konkurrieren, ganz klar. Ja, der so ein bisschen an die Eisprinzen, finde ich, so oh, von der Qualität. Der kennt den noch einer? Ja, sehr gut. Der ist auch gar nicht so schlecht, finde ich. Ja, ja. Ne? So, da reiht er sich ein für mich. Okay. Das war ein schönes Schlusswort. Dann sage ich jetzt Tschüss und ihr jetzt dürft jetzt untereinander ausmachen. Wer Tschüss sagt, ist mir egal. Tschüss. Das machst du immer so. Sag doch einfach Tschüss. Okay, pass auf. Anscheinend kriegt das echt auf die Reihe. Einfach, pass auf. Es fängt an. Christopher, dann Dominik, dann Max. So. Tschüss. Einfach Tschüss. Einfach Tschüss sagen. Tschüss. Yeah, thank you to all the viewers all over Europe for your participation. And we see you next year in the winning country of Tuk Ax Albus des Dusperistan. Bye bye. Ciao, ciao. Sag einfach Tschüss. Tschüss. Hallo, willkommen zur Besprechung von The Nightingale, Schrei nach Rache, dem neuen Film der Babadook-Regisseurin Jennifer Kent, der seit 2008 schon fertig ist und auf diversen Festivals und in verschiedenen Ländern auch im Kino lief, hier in Deutschland aber bislang nicht erschien. Das ändert sich bald, denn er kommt auf DVD und Blu-ray heraus, also nur fürs Heimkino. Ich bin der Stu und ich werde heute über diesen Film reden mit meinem Lieblings-Max. Hallo Max. Ja, hallo Lieblings-Stu. So jetzt. Ah, danke. Und mit einem mir noch unbekannten Marco, der aber die Chancen hätte, zu meinem Lieblings-Marco zu werden. Das werden wir dann am Ende des Krass sehen. Hallo Marco. Hallo Stu. Hallo Max. Hallo. Ja, bevor wir uns jetzt mal in zum Schrei der Rache, so der deutsche Untertitel, hinzufügen werden. Max, worum geht es in diesem Film? Und es lässt mich raten, es Gedicht um Vögel. Tatsächlich geht's, wie es im Titel schon so genannt wird, um ein richtiges Feel-Good-Thema, nämlich Rache. Und zwar befinden wir uns in Australien 1825, habe ich heute noch nachgeguckt, wird der Film nicht genannt. 1825, ja. Und die strafgefangene Claire lebt dort mit ihrem Mann Aiden und einem frisch geschlüpften Baby und wird da mehr oder weniger von Offizieren, als wie es halt damals in so einer Kolonie war, als ja, leibeigene Sklavin oder sowas gehalten. Sie sind, glaube ich, irgendwie als Strafgefangener hingekommen. Ja, genau. Ne? Ja. Ich glaube sogar Diebstahl. Irgendwas in der Art wird auf jeden Fall genannt. Egal, auf jeden Fall sitzen die da in Australien und haben ein mehr oder weniger mittelprächtiges Leben. Und eines Tages kommt es dann zu einem Zwischenfall, in dem Claire nicht nur vergewaltigt wird, nein, es wird auch ihr Mann getötet und das Baby. Und von dem Zeitpunkt an schwört Claire Rache denjenigen, die das zu verantworten haben. Zu oberst genannt sind irgend so ein Lieutenant irgendwas, den Namen habe ich vergessen, gespielt von Sam Claflin. Und ja, dann geht's durchs australische Hinterland mit einem, ja, wie nennt man die? Aborigine. Ich meinte, das ist ein Führer in dem Fremdenführer, genau, ja, ein Gefährtenführer, der Gefährten liest. Ja, und dann, nee, der liest keine Gefährten, der liest Pferde. Gandalf ist vor 2 Wochen hier lang gekommen. Ja, und so sieht's dann aus und am Ende, ja, geht's rund, wie man es von der Frau Kent ja kennt. Der war gut. Das war okay. Ja, das war eine gute Überleitung. Das war gar nicht so schlecht. Wir wollen nicht übertreiben, Marco. Ja, cool. Marco, erster Pluspunkt für dich. Ja, Jennifer kennt man, jetzt fange ich auch schon mal verdammt. Ich weiß gar nicht, ob es ihr Regiedebüt war, aber der Film Babadook, dieses Horror-Psychodrama, ist ja durchaus bekannt und hat auch viele Anhänger und Fans. Ich bin durchaus auch dem Film nicht abgeneigt.
Und ich weiß noch, als The Nightingale seine Premiere gefeiert hat, gab es wirklich erste Stimmen, das ist der krasseste Film. Oh mein Gott, was hat diese Frau getan? Der krasseste Rache-Blutrausch, den man sich vorstellen kann. Und ja, gerade im direkten Vergleich mit der Psychologie von der Babadook ist für Nightingale wirklich, ja, es ist ein Unterschied zwischen Feder und Amboss, würde ich sagen. No. Und der Film hat seine FSK 18-Freigabe nicht zu Unrecht, wie ich auch finde. Aber fandet ihr nicht auch, dass diese Vorabstimmen, dass es der krasseste Gewaltrausch aller Zeiten ist, schon ein bisschen übertrieben waren? Oder Marco, bist du der Meinung, das war ein Gewaltrausch per Excellence? Ich glaube, er hätte es werden können, wenn er das, ich sag mal, das Tempo und diese Intensivität bis zum Ende durchgezogen hätte. So, ich fand die erste halbe Stunde fand ich schon sehr beeindruckend. Und dann flachte es so langsam ab. Ja. Wie gesagt, wenn er es wirklich so durchgezogen hätte, glaube ich schon, dass er es hätte sein können. So muss ich sagen, nein, ist nicht der krasseste Horror- oder Revenge-Film oder was auch immer, den ich hier gesehen habe. Hm. Max, wie ist deine Meinung dazu? Ja, ich würde das von Marco nehmen. Ich würde dann noch hinzufügen, dass der Film ja dann eine Freundschaft zwischen, wie hieß er jetzt, Billy, genau. Dem Fremdenführer. Und der ist kein Fremdenführer, was ist der jetzt, ein Tracker oder wie nennt man die? Ich glaube, ja, Tracker. Fährtenleser, jetzt. Fährtenleser. Ja, genau. So, jetzt Billy, der Fährtenleser und Claire, die freunden sich ja dann mehr oder weniger auch an oder fangen an, eine Beziehung miteinander aufzubauen. Und dann geht es auch hauptsächlich um so Themen wie Rassismus und die Unterdrückung der Aborigines. Und ich glaube, da hätte es dann auch nicht gepasst, wenn der Film sein Tempo aus der ersten halben Stunde wirklich aufrechterhalten hätte und, keine Ahnung, es bloß noch zum Schlachtfest geworden wäre. Von dem her, also ich kann die Stimmen nicht nachvollziehen und finde es aber auch gut so, dass es nicht so war. Hm. Ja. Also ich auch, ich war halt nur überrascht. Ich hab ihn schon längere Zeit auf dem Festival gesehen und war dann schon überrascht, weil so, ja, so ein Echo da mitkam, ne, mit von wegen, wie krass dieser Film ist. Und nicht falsch verstehen, der hat wirklich brutale Stellen und wirklich auch unangenehme Stellen. Wie Marco schon gesagt hat, die erste halbe Stunde gibt es vielleicht ein paar Momente, die kaum auszuhalten sind. Aber das ist kein Film, der seine Gewalt selbstzweckhaft in Szene setzt, finde ich. Nee, absolut. Die Gewalt ist immer unangenehm. Die Gewalt kommt immer dann, wenn sie in Anführungszeichen gebraucht wird. Und wie so oft bei so Geschichten ist ja die Gewalt erst das, was das Ganze so ins Rollen bringt. Ne? Ja, und die Gewalt ist ja auch nicht unbedingt die ganze Zeit grafisch. Man muss sagen, dass viele Sachen von der Kamera ja auch gar nicht erfasst werden. Manchmal sind es einfach nur irgendwelche Sounds und den Rest muss man sich dann im Kopf selbst zusammenstöpseln. Und man darf nicht vergessen, du hast ja gesagt, das spielt 1825. Es ist irgendwie eine Kolonie in Tasmanien, Australien. Mhm. Ich glaube auch tatsächlich, dass es wahrscheinlich da früher noch schlimmer los zugegangen ist. Meine. Naja. Das dürfte klar sein. Was ich wirklich richtig toll fand an dem Film, war das Setting, dieses Tasmanien. Das wirkte auf mich immer wie so eine ganz seltsame Mischung aus deutschem Mischwald und Dschungel. Ganz seltsam. Und es wirkte nie so richtig, also sattgrün, immer auch so ein bisschen karg. Und ich fand, dieses Setting spiegelte unglaublich gut die Geschichte wider. So, und vor allem das Gemüt von dieser armen Frau Claire und ihrem, jetzt bin ich auch schon Gefährten, ihrem Fährtenleser, Willi. Ihrem Begleiter. Oh, verdammt. Marco, was sagst du zum Setting? Und du hast wieder Chancen, Max zu überholen. So wie du gesagt hast, das Setting war wirklich gut eingefangen. Ne? Auch diese, ja, kolonialen Bauernhäuser. Also es hat alles gut und stimmig gepasst, auch so wie du gesagt hast, so dieses Gemüt hat es gut wiedergespiegelt. Ich meine, sie war irgendwie fast nur im Grau gekleidet und auch der Billy hatte jetzt nicht die farbenfrohsten Sachen an. So einzig und alleine, sag ich mal, Farbe beigetragen hat der Lieutenant, mal im Blau und mal im Rot, aber so an sich war es relativ kalt und entsättigt, so das Ganze. Hm. Max, ja. Du darfst auch. Schmutzig und rostig und blutig. Irgendwie so, ja, man hat schon gemerkt, dass die da praktisch durch den größten Morast immer durchstiefeln müssen. Aber was am Setting einfach der große Pluspunkt war, ist, ich habe halt keine Filme jetzt im Hinterkopf, die wirklich in dieser Zeit und in
dieser Lokalität spielen. Mhm. Und fand es super spannend, das einfach mal zu sehen, weil das ist eigentlich weltgeschichtlich eine total spannende Zeit. Weil wenn man sich anschaut, was Australien jetzt ist und wie es eigentlich entstanden ist, gibt es wenige Filme, die es jetzt nach Europa geschafft haben, die diese Zeit dann auch, ja, ich würde mal sagen, so darstellen, wie es damals wahrscheinlich war, sehr barbarisch. Und mhm. ja, genau. Ja. Ein großer und wichtiger Teil des Films ist ja auch die Beziehung zwischen Pferdenleser Billy und Claire. Wie hat euch diese Annäherung gefallen? Fandet ihr sie zu aufgesetzt oder fandet ihr, dass sie sich organisch entwickelt oder war sie euch egal und diesmal darf der Max anfangen? Ja, ich glaube, ich habe es schon durchklingen lassen, dass ich es eigentlich ganz gut fand, dass der Film irgendwann mal in der Mitte die Kurve bekommen hat und das alles auch ein bisschen zur Charakterstudie wurde. Ich meine, die beiden, die wollten sich dann oder haben sich zwangsläufig kennenlernen müssen, haben dann irgendwie Vorurteile, ich würde sagen, auch abgebaut, weil Billy ja eher dachte, sie wäre eine Engländerin und er hasst ja diese Engländer und sie hasst ja als Irin die Engländer in dem Sinn auch. Und sie haben ja dann mehr oder weniger so einen gemeinsamen Punkt gefunden, an dem sie dann zusammen weiterschreiten konnten. Ich meine, im Grunde haben sie ja die große Gemeinsamkeit, dass sie beide keine Rechte haben. Ja, genau. Und das ist, finde ich, ich meine, ist immer ganz spannend, wenn du zwei verschiedene Formen von Outlaws irgendwie hast, die dann erst zusammenfinden müssen, sich aber eigentlich gar nicht grün sind oder denken, dass sie sehr unterschiedlich sind, jetzt auch was Hautfarbe und Sprache und Herkunft angeht. Aber auf der anderen Seite sind sie ja in einem Boot, wie du schon richtig sagst. Und das, finde ich, hat der Film auch überhaupt nicht aufgesetzt dargestellt. Ich habe kurzzeitig mal so gegen Ende gedacht, hey, lass da bitte keine Liebesgeschichte irgendwie draus. Ich glaube, und ganz ehrlich, nach dem, was Claire widerfahren ist, fände ich es sehr seltsam. Wenn ja, klar. Aber da ist ja die Frau Kent, da ist ja, die weiß ja, was sie macht. Ne? Die ja, hat es ja nicht nötig. Auch. Ja, genau, die. Nummer drei. Marco, jetzt darfst du auch mal deinen Senf zum Gespann Billy und Claire loswerden. Ich fand die relativ harmonisch und kann die Charakterentwicklung gerade bei Claire ganz gut nachvollziehen, so, weil sie halt, ja, also wie ihr beide gesagt habt, ne, sie haben irgendwie Gemeinsamkeiten und gemeinsame Feinde, die sie jetzt sozusagen bekämpfen wollen. Und von daher gehe ich damit voll mit. So. Findet ihr, dass der Film eine Botschaft gegen Rassismus nach außen trägt oder findet ihr vielleicht, dass er dann dafür doch ein bisschen zu explizit ist? Weil das habe ich auch öfters gelesen, dass der Film gute Absichten hat, aber dass das immer so ein bisschen untergeht durch die Härte des Films, wo ich halt sagen muss, nee, ich finde es eigentlich so genau richtig. Mhm. Aber ihr könnt mich gerne jetzt von eurem Argument überzeugen, wenn ihr eins habt. Ja, ich bin da ganz d'accord, lieber Stu. Ich bin mir auch gar nicht so wirklich sicher, ob man da mit einer, wie sagt man, mit einer vorgezogenen Botschaft überhaupt argumentieren muss, denn es hat in dem Fall eigentlich auch gereicht, wie die Verhältnisse damals waren, um zu zeigen, dass die Sache einfach nicht korrekt ist. Und wenn man sich anschaut, wie die Aborigines da behandelt werden, wie dann auch in der Mitte des Films diese Frau von ihrem Kind weggerissen wird und von den Offizieren misshandelt wird, das sind alles so Dinge, da brauche ich keine Botschaft. Ich meine, da wird das gezeigt und dann aber die Botschaft weiß man ist doch, genau. Also, aber die Botschaft ist doch da. Also ich fand, sie war sehr deutlich da. Ja, ja, sie das, ist, ne? Sie, aber es ist jetzt nichts mit keine Wink mit dem Zaunfall, dass da im Hintergrund noch die Amerika-Fahne geschwenkt wird. Es ist nichts mit dem Holzhammer. Es ist einfach nur eine, ich würde es fast sagen, so eine kleine Tatsachenbeschreibung. Und nach dem Motto, ja, es war so, Punkt aus, Mickey Maus, das bleibt dann auch so. Hm. Marco, auch du darfst natürlich deine Meinung dazu. Nein, ich fand es auch vollkommen in Ordnung, so wie es dargestellt war. Ich glaube, natürlich hätte man es noch irgendwie viel weiter treiben können, aber ich fand das so vollkommen in Ordnung. Du hast sozusagen gut so diesen angedeuteten Genozid an den Ureinwohnern von Tasmanien oder auch Australien da. Ne, ich sag mal, da hingen dann auch Aborigines aufgehangen sozusagen an den Bäumen und so. Also ich fand, das Thema war gut abgehandelt.
Gut. Es ist irgendwie verflixt. Irgendwie haben wir irgendwie eine Meinung die ganze Zeit jetzt. Ja. Wegen, dann glaube ich, müssen wir mal zu den Offizieren kommen. Ach so, nee. Oh, zu den Offizieren willst du kommen? Ja, was man doch erwähnen kann, ist, also bei Sam Cleflin, das hat ja mich, ich habe es heute Morgen bei einem anderen Cast schon angesprochen, dass ich total überrascht war, dass das der Mann von Love, Wedding, Repeat ist. Wenn das mal seine Braut wüsste, ne, was der so treibt. Und der Kerl ist halt so ein, also ist ein richtiger Dämon. Ich war selten so eine Schurkenfigur gesehen wie in dem Film. Und schauspielerisch überhaupt, finde ich, ist das Ensemble ist grandios. Ich würde mich da Max auch plus anschließen. Ich fand den Cast wirklich stark. Alle haben eine saubere Leistung abgeliefert. So, und genau, der Lieutenant Hawkins hier, der Sam Cleflin, ich fand den auch sehr abscheulich oder so. Hätte ich auch nicht von ihm erwartet, um ehrlich zu sein. Ich habe dieses Love Wedding Dingsbums habe ich nicht gesehen. Mir ist er bloß hier ein ganzes halbes Jahr, so, das hatte ich gesehen. Da ist er mir irgendwie im Erinnerung geblieben. Der hat auch so eine Rom-Com-Visage, muss man sagen. Ja, ist eigentlich ist er ja zu schön für diese Rolle, aber ja, ist hat er gut gemacht. American Psycho. Ja. Das höre ich auch andauernd. Mir wird auch immer gesagt, eigentlich bist du zu schön für einen Podcast, aber ich mach's halt trotzdem. Okay. Zu mir auch immer, ich habe echt ein Radiogesicht. Aber, ne. Ja. Okay, ich glaube, ich werde hier irgendwie keine Diskrepanzen mehr rausschüren können. Ich glaube, wir sind relativ einer Meinung, deswegen kommen wir jetzt zum Fazit. Ich fand das Pferd schlecht bis jetzt. Ja, danke. Okay, ja, dann würde ich sagen, geben wir mal Punkte. Ihr könnt vergeben 0 bis 5 Tänzen am Strand. Wir sind ein bisschen poetisch. Und Marc, da ich mit dir noch nie, ach nicht Marc, Marco, Verzeihung, da ich mit dir noch nie gepodcastet habe, darfst du den Anfang machen. Ich vergebe 4 von 5 Tänzen am Strand, weil er für mich wirklich so die beste erste halbe Stunde eines Films hatte, was ich so in der letzten Zeit gesehen habe. Er hat ein Setting gehabt, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. So, ich habe im Nachgang auch noch ein bisschen was gelesen. Auch über die Geschichte von Tasmanien und so. Und ja, ich fand die Schauspieler klasse. Also für mich ein wirklich guter Film, den man durchaus mal sehen sollte. Max, gehst du einfach d'accord oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Naja, nee, 4. Nee, ich geb 4 von 5, auch Tänze. Gott, das ist echt super langweilig, aber naja, es ist halt so. Zum Meisterwerk fehlt ihm halt ein bisschen was. Ja. Wahrscheinlich Geld. Aber nee, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall total spannend, wenn man sich die Filme von Jennifer Kent bisher ansieht und Babadook ist ja echt gut abgeliefert und dann kommt jetzt so ein Knaller, also die wird sich demnächst oder hat sie sich schon bei mir in diese Horror, neue Psycho-Horror-Thriller-Schiene gleich neben meine Freunde Robert Eggers und Ari Aster dazugesetzt und ich freue mich jetzt auch schon wirklich auf den nächsten Film, den sie macht und hoffe, dass sie da mal vielleicht mit ein bisschen mehr Budget ausgestattet wird. Okay. Ja, Leute, ich auch. Ich gebe auch 4 von 5. Ihr habt alles gesagt, was es zu sagen gibt. Es tut mir leid, liebe Zuhörer, ich finde das auch ein bisschen langweilig. Normalerweise kann man sich darauf verlassen, dass der Max zumindest ein bisschen schlechten Geschmack hat, aber heute hat er sich nicht... Ich habe mich heute mal zusammengerissen. Ja, echt. Der Film ist, wie gesagt, ab 18 und ist ab 25.06. im deutschen Handel erhältlich über Kochfilms. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Und ich sage Tschüss und dann darf der Max sich verabschieden und der Marco, dem gebührt das letzte Wort. Tschüss. Verabschiede ich mich auch in meiner Funktion als Gruppenmax und hoffe, ihr habt doch viel Spaß mit den anderen Besprechungen oder, wenn dies die letzte Besprechung ist, viel Spaß mit dem nächsten Podcast. Ja, und ich sage auch einfach nur Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das lasse ich. Beatboxen ist nicht meins. Ahoi, hier ist Mo, heute Solo und ich möchte euch was zur Beastie Boys Story erzählen. Den Film könnt ihr derzeit sehen auf Apple TV, er ist ziemlich genau 2 Stunden lang und Regie hatte Spike Jonze. Adam Jauch, aka MCA,
Mike Diamond, aka Mike D. und Adam Horowitz, aka Ed Rock. Das sind die Beastie Boys. Ich bin in den 80ern groß geworden mit ihrer Musik. Das erste Album, License to Ill, war der absolute Knaller damals auf dem Schulhof. Jeder kannte Fight for Your Right to Party. Nach wie vor das erfolgreichste Album der Beastie Boys ever mit über 10 Millionen verkauften Kopien. Im Laufe ihrer Gesamtkarriere haben sie 8 Alben rausgebracht und sich dabei regelmäßig neu erfunden, selbst gefunden. Und sie hatten riesen Single-Erfolge mit Tracks wie Intergalactic, What You Want, Sabotage und vielen anderen. Am Ende kann man sich fragen, warum kommt 2020 ein Film auf Apple raus? Wahrscheinlich, weil es 2018 ein Buch gab. Und wo ein Buch ist, da ist ein Film nicht fern. Ja, hat ein bisschen Geschmäckle, ist aber ähnlich. Die Bandgeschichte ist zu groß, zu bunt, zu vielschichtig, als dass hier eine Dokumentation dem Ganzen gerecht werden könnte. Das ist auch gleich das Manko an der ganzen Geschichte. Ich habe hier nicht viel Neues kennengelernt, aber das, was da war, war charmant zu sehen. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Streng genommen ist Dokumentation oder auch Film nicht ganz die korrekte Bezeichnung, denn Spike Jonze hat hier eigentlich nur abgefilmt. 2018 haben die Beastie Boys ein Knallerbuch veröffentlicht. In der Story sind all die kleinen Details, die schrägen Einfälle, die wir von den Beastie Boys erwarten. Großartige Fotos, tolle Geschichten über die Entstehung der Band aus dem Punk in den 80ern. All das ist in dieses Buch gepackt. Das ist wie ein Sample-Track. Da sind lauter Schnipsel drin, viel Funk, viel Fun, postpubertäre Witze und Anekdoten über Anekdoten, Zeichnung. Alles in diesem Buch. Der Film nicht so dolle. Der Film ist im Grunde die Aufzeichnung zur Buchveröffentlichung. Die Beastie Boys sind hier im Brooklyn Kings Theater zu sehen, irgendwann im Jahr 2019 und bringen im Grunde das Buch, die Geschichte der Beastie Boys, auf die Bühne. Die Show kann man sehen als Verneigung und auch als Abschluss zum Tode von Adam Jauch und der Kongenialität, die dieser als Teil der durchgeknallten drei immer an den Start brachte. Dadurch erklärt sich vielleicht auch die Frage des, warum jetzt. Jauch ist immerhin 8 Jahre tot, die Band gibt es seitdem nicht mehr und Musik wird hier auch nicht promotet. Doch wenn man das Buch als Bandgeschichte mit der Entstehung, den Ups and Downs, der Neuerfindung und den Abschied sieht, gespickt mit witzigen Stories und Hooks. Und wenn man sich dann erinnert, dass eben jener Adam Jauch, aka MCA, verantwortlich war für viele der Beastie Boys Videos und sogar sein eigenes Regie-Alter-Ego schuf, dann versteht man, dass das Buch immer schon ein Film hätte sein sollen. Leider ist der Film halt eben nicht von Adam Jauch und leider, vielleicht auch deswegen, nicht besonders originell. Spike Jonze hat mit Sabotage eines der besten Musikvideos gedreht. Voller Charme und Witz und coolen Shots. Hier haben wir aber zwei Steve Jobs Lookalikes ohne Turtleneck, die uns eine Story in eingedampfter Form verkaufen. Die Gags kommen schlapp rüber und wenn die zwei Mitfünfziger über den Tod ihres Freundes sprechen und Ed Rock abbrechen muss, weil ihm die Tränen laufen, dann ist das auf jeden Fall ergreifend, weil man hier versteht, dass die Beastie Boys nicht einfach nur eine Band waren, sondern Freunde für die längste Zeit ihres Lebens. Aber gleichzeitig wirkt es halt starr und einstudiert. Die eingestreuten Patzer können keine Auflockerung bringen und am Ende ist das alles etwas uninspiriert. Klar, die Fotos, die Einspieler, die Videos, das ist alles toll, aber es reicht halt eben nicht, um so einen besonderen Moment zu schaffen, so einen Mehrwert. Was lerne ich hier? Ja? Ich meine, Spike Jonze, Mann, der Mann hat einen Oscar für Drehbuchschreiben und filmt hier zwei Typen auf der Bühne ab. Für mich ist das auch schon das Fazit. In aller Fairness. Wer nicht viel von den Beastie Boys weiß und das sensationell tolle Buch nicht kennt, der wird hier seinen Spaß haben und die Beastie Boys kennenlernen. Wer Nostalgie schwelgen will, hat hier eine Show, zu der er nie hätte kommen können und die kann man sich gut angucken. Wer richtig Fan ist, guckt es sowieso, wird aber hier nichts Neues lernen. Ich für meinen Teil, ich hätte mir mehr Fetz erhofft, ein großes Bam, bisschen was Lautes, was Schräges. Dafür standen die Beastie Boys, das hätte ich gerne gesehen. Stattdessen hat das Ganze hier was von Altherren-Ping-Pong. Und ich werde so ein bisschen das Gefühl nicht los, dass mir hier was verkauft wird. Das ist wahrscheinlich so der Gedanke des Abverkaufens. Ich kann dir nur 2,5 von 5 Tape-Decks geben. Am Ende rate ich gerne nochmal dazu, besorgt euch das Buch, es ist auf jeden Fall sein Geld wert. Schaut euch die coolen Videos an, es gibt haufenweise Interviews im Netz. Oder mixt euch eine schöne Playlist der besten Tracks und macht's richtig laut. Ich bin Mo, ich bin fertig, macht's gut.